die Idee zu Coworking kam durch den neuen Mieter hier im Haus, der über der Galerie und dem Laden ein Coworking Space eingerichtet hat, Büros zum Mieten für kurz, nur einen Tag oder auch mal für ein paar Monate. Und das brachte uns auf die Idee, dass wir vier, Susanne Elsner, Barry Butz, Karin Draxler und Maja Vogel, sich zusammenschließen und auch zusammen Ausstellungsstücke entwickeln wollten. Dann kam natürlich Corona, dann konnte man eigentlich nur noch digital entwickeln. Das war jetzt nicht ganz unser Ziel, aber wir haben dann doch einige Dinge immer meistens im Zweierpack gemacht. Zum Beispiel Susanne Elsner mit Barbara Butz hat Dosen für Schmuck auch gleichzeitig benutzbar als Präsentation von Schmuck entwickelt, eine ganz neue Form auch. Daraus wiederum den Besuch in der Werkstatt bei Barbara Butz hat Susanne Elsner angeregt, das Knautschige vom Ton zu übernehmen und eine neue, sehr geringe zu entwickeln aus Silber, die eben auch geknautscht werden. Ein grafisches Muster in meinen Stoffen hat Susanne Elsner wieder aufgenommen, daraus neue Broschen zu entwickeln. Während ich die von Kohlebroschen von Susanne Elsner das Muster genommen habe und in einem Stoff von mir weiterverarbeitet habe. Barry Butz und Karin Draxler arbeiten eigentlich schon seit Jahren sehr eng zusammen und haben das jetzt nochmal forciert, die Zusammenarbeit, und haben Tabletts und Keramik aufeinander abgestimmt. Karin Draxler hat für die Keramik als Aufbewahrungsmöglichkeiten aus Papier und Pappe kleine Regale entwickelt, in denen man die Keramik präsentieren kann, aufheben kann. Der Deckel der kleinen Regale kann gleichzeitig ein Tablett sein. Und für mich zum Beispiel hat sie ein Aufhängungssystem für Schals entwickelt. Während ich zum Beispiel das Papier, Material Papier von Karin Draxler aufgenommen habe und daraus wieder Kissen gewebt habe zu den Papiertonnen dazu. Ja, Karin Draxler und ich, wir haben die Zusammenarbeit schon länger. Und sie sieht mich so als den Baumeister und sie ist der Landschaftsarchitekt. Also ich habe meistens innen eine Brosche und sie hat aus Papier die Umgebung dann gestaltet. Und so sind auch neue Stücke entstanden, die hier in der Ausstellung zu sehen sind. Ja, die Zusammenarbeit mit Barbara Butz war sehr spannend. Sie arbeitet ja mit der Form Oval, was eigentlich im Moment gar nicht mein Thema war, habe mich aber auch darauf eingelassen. Und so sind eben Schmuckdosen entstanden, dass man hier die Ringe durchstecken kann und es eben als Dose verwenden kann. Und dann habe ich mich eben auch selber mit dem Oval beschäftigt. Und mir war diese Weichheit des Tons, hat mich inspiriert, einfach weil der so weich ist und man kann ihn zusammendrücken und zusammendätschen. Daraus sind auch wieder neue Serien entstanden, wie bei den Ohrschmuck, die zu geknautscht sind, oder eben die Ringe, die wirklich auch zusammengedrückt sind. Und darauf wieder hat dann die Barbara Butz drauf reagiert und hat diese Ständer für die Ringe gebaut. Und auch mit diesen Knautschen, was eigentlich normal gar nicht ihr Thema ist, aber hat sich darauf wieder drauf eingelassen. Und das hat wahnsinnig Spaß gemacht. Das hat dann wirklich inspiriert und ja, war eine Freude. Ich arbeite schon seit langem beim Weben mit dünnen Fäden, die ich während dem Weben in den Stoff mit einlege und dadurch grafische Muster in der Fläche erzeugen kann. Dieses Muster hat Susanne Elsner
aufgenommen und hat daraus eine ganz neue Serie Broschen entwickelt, die eben auch diese Quadrate, die ich in Fadenform im Stoff habe, als Quadrate verbindet mit Überschneidungen und Anlagerungen und dadurch eine ganz filigrane neue Broschenart entwickelt hat. Das war eigentlich ein sehr, sehr schönes Zusammenspiel zwischen meinem Stoff und was dazu entstanden ist. Bei diesem Projekt haben Karin Draxler und ich zusammengearbeitet und sie sieht mich sozusagen als den Architekten und sie ist der Gärtner oder Landschaftsarchitekt und ich habe die Brosche geliefert oder dann dazu gemacht und ja, so ist eigentlich ein spannendes Projekt entstanden. Bei der Vitrine muss man mal sagen, dass die Susanne die Köhlerin ist und ich die Zündlerin, oder? Genau, mit den Streichhölzern und der Holzkohle. Genau, und hier die Vulkane. Und hier die Vulkane und die Holzkohle. Also es hat immer irgendwie einen Bezug. Das ist hier der Olympiaberg, also es sind auch alle Stücke haben Flurnummern. Es wird mal ein großes Dorf. Wir eine bauen. Große Stadt. Wir bauen. Ich habe Malerei studiert an der Akademie und von daher ist dieses Thema Farbe bei mir auch im Bereich der Keramik sehr von Bedeutung. Der Farbträger, das Glas, bringt natürlich die Farbe auch zu einer anderen Qualität als das Pigment gebunden mit einem Binder auf der Leinwand und von daher bin ich bei der Keramik an sich geblieben. Was für mich ganz toll ist, ist, dass die Farbe unterschiedlich auch in der Keramik wirken kann. Nimmt man eine matte Glasur, wird sie stumpfer und hat einen anderen Charakter, als wenn sie farbig glänzend ist. Bei dieser Ausstellung hier, Coworking, hat mich inspiriert, die Arbeit von Maya Vogel, die Farbe anders erzeugt als ich. Sie hat farbige Fäden und in der Verdichtung von senkrecht und waagrecht kommt sie zu Farbklängen. Diese Farbklänge versuche ich über Pigmente genauso zu erreichen, das heißt kleine Partikel, die im Glas schweben. Und so habe ich versucht, mich einzulassen auf den Farbklang und dann über die Technik die Farbklänge wieder zu erreichen. Im vorderen Raum sind mehr die kühlen Töne oder schwarz-weiß-grau der Schwerpunkt mit als Kontrapunkt dem Rot. Gesetzt haben wir hier im hinteren Raum uns auf die grünen und warmen Töne wie das Orange konzentriert. Das Grün, das von den Platten von Frau Butz hier rüber geht zu den Schals an der Wand und dann zu den kleinen Regalen von Karin Draxler, in denen die Schalen von Barbara Butz stehen. Mit zwei Tischchen. Hier kann man auch mal die Tabletts sehen, die unter Umständen auch als Verschluss für diese kleinen Regale benutzbar sind. Die Schals haben die Aufhängung von Karin Draxler bekommen, sehr zurückhaltend, aber eine tolle Möglichkeit, die Schals so zu zeigen, dass sie wirklich fließen und als Stoff fallen.